Fetschi is back und da freuen wir uns. Matthias Fetsch, hallo und herzlich willkommen in Offenbach zurück. Ja, vielen lieben Dank, Dankeschön. Wie konnte denn das passieren? Wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch, sehr sogar. Ja gut, wie kann das passieren? Ganz normal, wie es halt im Fußball passiert. Der OFC hat sich halt gemeldet, weil sie Interesse an mir hatten. Und um ehrlich zu sein, war es für mich jetzt auch keine allzu schwere Entscheidung. Ja, ich kenne den Verein, ich kenne die Fans, das Umfeld, das Stadion. Und wer hier einmal schon mal gespielt hat, der weiß, worauf er sich einlässt. Ja, aber da gibt es doch ein Aber. Du stehst doch mitten im Saft und voll im Saft und du stehst auch noch in einem Vertrag eigentlich. Du hast doch noch hier vor ein paar Tagen gespielt. Ja, also ich stehe voll im Saft. Das ist ja, sag ich mal, eigentlich was Gutes, weil ich ja direkt loslegen kann mit den Jungs zusammen. Und ja, also ich hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag in Halle. Den haben wir aber aufgelöst und ja, wie es halt im Fußball ist, ne, dann gibt es natürlich auch Laufzeiten, obwohl man vielleicht nicht ganz so zufrieden ist. So war es bei mir, dass ich halt weg wollte und im Endeffekt bin ich auch froh, dass alles reibungslos geklappt hat. Aber du weißt schon noch, wo das Tor steht, ganz besonders hier in Offenbach. Ich weiß, wo das Tor steht und ich freue mich auch schon auf die ersten Spiele. Hast wahrscheinlich jetzt auch schon mal reingeschaut, was unsere Jungs hier gemacht haben? Hast dich so ein bisschen mit dem Kader beschäftigt, John? Kennst du den einen oder anderen? Einen müsstest du ja mindestens kennen. Also ich kenne einen Davut sehr gut, ja. Mit dem habe ich noch auch in Halle zusammengespielt. Ja, ansonsten, klar kennt man noch einige Jungs so vom Sehen, vom Hören, aber jetzt nicht persönlich. Von daher warten jetzt, denke ich mal, in den nächsten Tagen auf mich viele intensive Gespräche, um die Jungs kennenzulernen. Jetzt haben wir es gesagt, du bist noch richtig fit, 31, also erfahrener Spieler, bist viel rumgekommen, warst in Braunschweig, jetzt in Halle, hast viel dritte Liga gesehen, ne? Mit uns ja damals auch. Tja, was hat dich nochmal motiviert, das Ding nochmal anzugehen, denn das ist ja schon ein Projekt, Kickers Offenbach, kann man nicht einfach mal so kommen und ja mal spielen, das geht nicht. Ja, also wie gesagt, der OFC ist natürlich ein ganz anderer Verein als viele andere Regionalligisten. Wie gesagt schon, das Stadion, das Umfeld, die Fans, die gehören auf jeden Fall höher. Und von daher musste ich auch nicht lange überlegen. Und ich freue mich natürlich auf das Projekt, auf die Aufgabe, die jetzt da bevorsteht in der Saison. Und ja, ich bin heiß drauf. Und jetzt geht es wieder zurück nach Offenbach. Frau und Kind mit dabei, Frau und Kind und Hund oder wie muss man sich das vorstellen? Kind noch nicht, aber meine Freundin wird auch mitkommen. Die ist jetzt aktuell leider noch in Halle, weil wir da auch noch ein paar Sachen zu klären, zu organisieren haben und sie auch mit ihrer Arbeit noch. Aber sobald das alles geklärt ist, kommt sie dann sofort auch hierher dann nach Offenbach. Aber in deine alte Wohnung wirst du nicht mehr rein können. Wo hast du damals gewohnt? Ich denke mal, die ist nicht mehr frei. Also ich habe damals noch in Rottgau gewohnt. Aber jetzt muss man mal schauen, ein bisschen das Internet durchforsten, um eine schöne Wohnung zu finden für uns zwei. Eigentlich müssten wir ja gar kein Videoporträt machen, denn wir haben das ja schon mal gemacht. Ich habe es neulich nochmal angeschaut. Kannst du dich dann noch erinnern? Denn da war schon was Besonderes, denn das war gar nicht so richtig hier. Das war nicht richtig hier. Ich weiß nur, ich glaube einmal, das war unten auf der Auswechselbank, hatten wir mal noch, glaube ich, ein Gespräch. Aber ansonsten weiß ich nicht, wo es eine Mal war. Ja, also Interviews haben wir schon mehrere gemacht, das stimmt, das ist ganz klar. Genau, aber das eigentliche Porträt, das haben wir damals per Telefon gemacht, weil damals warst du auch irgendwo von Braunschweig oder sonst wo unterwegs und keine Ahnung, das haben wir per Telefon gemacht und haben eine ganze Menge Bilder eingestreut. Okay, nee, das ist wohl sicherlich gesagt nicht mehr. Muss ich mal googeln oder schickst es mir? Ja. Und dann haben die Fans dich richtig gut gefunden, du hast den OFC gut gefunden, also so kommt die alte Liebe wieder zusammen. Genau, so sieht's aus. Also ich hatte ein extrem schönes Jahr damals, auch ein erfolgreiches Jahr für mich persönlich. Natürlich mit einem bitteren Ende, muss man leider sagen. Aber alles in allem, das kann ich mich nur wiederholen, was hier beim OFC abgeht, gerade in den Heimspielen, in dem Stadion mit den Fans. Da freue ich mich extrem drauf und bin natürlich auch sehr glücklich, wenn dann irgendwann wieder mehr und mehr Zuschauer in die Stadien dürfen. Wer war damals so mit dabei? Was waren das so deine Mitspieler, dass wir die Namen nochmal ins Gedächtnis rufen können? Ja, damals Julius Reinhardt, der ist mit mir zusammengekommen. Da war noch ein Nico Feldhahn im Tor hinten drin, hatten wir noch einen Wulle und einen Seat Meac, der da noch auch mit aktiv war und einen Husterer und einen Marc Stein. Also da gab es noch einige. Also wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du zurück bist und dann ist natürlich die Frage, wann kann es denn für dich so richtig losgehen? Wirst du jetzt sofort morgen dann schon trainieren und können wir dich dann am Wochenende schon spielen sehen? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass ich ab morgen ganz normal mit im Training sein werde. Also ich bin soweit gut im Saft. Ich habe die 4 Wochen Vorbereitung bisher komplett mitgemacht beim HFC
Ja, und wie es dann am Wochenende aussieht, das entscheidet am Ende der Trainer. Viel Erfolg zurück in Offenbach. Dankeschön, vielen Dank.